Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute den For You Gesundheits-Adventskalender für euch. Den fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Der hat, glaube ich, Nahrungsergänzungsmittel drin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mal auf der Website gerade geguckt, der ist streng limitiert und der sieht wirklich schön aus. Produkte im Warenwert von über 200 €, Premium-Nahrungsergänzung in Originalgrößen, exklusive Probiergrößen, nur im Adventskalender. Genau, und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich bin ja Nahrungsergänzungsmittel-Fan, ich nehme jeden Tag Supplements ein und genau, deshalb habe ich gedacht, ist der Kalender vielleicht für euch auch interessant? Der kostet 99 € und das sind pro Türchen 4,12 €, genau. Und falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam reinzugucken in diesen sehr außergewöhnlichen Adventskalender, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Ja, ich bin ganz gehypt auf diesen Kalender irgendwie. Also ich finde das ganz spannend. Wie gesagt, das ist ein Kalender, der hat Nahrungsergänzungsmittel drin. Jetzt, ich kann mal gucken, den konnte man doch hier prima öffnen, ja, und den kann man hier so rausziehen. So sieht der aus. Also ich finde den sehr ansprechend, muss ich sagen. Von der Größe auch sehr schön gemacht. Hat 24 Türchen und ist von dem Online-Shop For You. Da bekommt man übrigens auch so Selbsttests und ja, da kann man halt gucken, vielleicht seinen Vitaminstatus und so Sachen. Ich bin ja ein absoluter Fan davon. Also es kann sein, vielleicht interessiert euch das nicht so, aber ich glaube, es gibt auch viele, die das eventuell interessiert. Deshalb habe ich den bestellt. Genau, so, wir starten auch direkt mal mit Türchen Nummer 1. Wie gesagt, 4,12 € ungefähr kann man pro Türchen rechnen und der soll einen Warenwert von über 200 € haben. Ich bin gespannt, was wir hier so drin haben werden an Nahrungsergänzungsmitteln. Hier haben wir das erste Türchen. Hier sind dann immer solche Kärtchen mit dabei. QR-Code zum Scannen. Und das hier ist Selen. Das ist ja cool. Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und für die Schilddrüse, für Haare, Haut und Nägel. Ja, das ist sehr gut und das sind Tropfen sogar. Okay, cool. Also ich kenne das bisher nur in Tabletten. Und ich weiß, mein Freund nimmt das für eben seine Schilddrüse, genau. Und cool ist auch, dass da immer solche Kärtchen mit dabei sind, für was das Ganze auch gut ist. Also Selen kann ich gut gebrauchen. Das nehme ich auch hin und wieder gern mal ein, ja halt für die Haut und Haare und Nägel. So, Türchen Nummer 2. Ich bin noch gespannt, ob hier Füllprodukte drin sind oder so. In der 2 haben wir, oh, eine Symbio Smoothie Bowl drin, sieht so aus, so ein Einmalbeutel. Das ist eine Schokopulvermischung mit Haferflocken, Haferfasern, Kakaopulver, Haselnüssen, Vitamin C, Bakterienkulturen zum Anrühren. Das finde ich ja auch gar nicht mal so schlecht, das ist so ein Ballaststoffding hier mit Bakterienkulturen, intensiver Kakao, Geschmack mit Haselnüssen. Das könnte interessant sein, also ich finde ja gerade Ballaststoffe und so, das ist für den Darm richtig wichtig, für die Darmflora und ja. Doch, das finde ich sehr interessant. Auch eine gute Tür. Da kann man das mal so ein bisschen auch probieren. Also gerade, also ich muss euch ehrlich sagen, das hier wäre so ein Kalender, den ich mir auch privat für mich hinstellen würde, wo ich mich echt freuen würde, dass ich so das eine oder andere vielleicht dann auch mal probieren kann. So, weiter geht's mit Türchen Nummer 3. In der 3 haben wir, oh, ich glaube, solche Energy Balls drin. Pliss Ball, Cashew, Kakao. Also Snacks sind hier anscheinend auch drin. Frucht, Cashew, Kakaokugel mit flüssigem Cashew-Mousse-Kern. Lecker, erinnert mich sehr an die von Koro. Sind sogar 2 Stück drin. Und auch nochmal eine Beschreibung. Das haben die so schön gemacht. Also die haben das richtig liebevoll hier gestaltet, dass sie auch diese Kärtchen hier noch mit reingemacht haben und so. Kann man echt nicht meckern. So, Türchen Nummer 4. Das sind, glaube ich, irgendwelche Tabletten oder Kapseln. Man hört das schon. Hier haben wir Probio Mundflora drin. Das ist auch nicht schlecht. Also so Pfefferminz-Lutschtabletten. Da sind aber solche Lactobacillus Salvarius drin und Vitamin D3. Das ist dann einfach für die Mundflora. Genau, nach einem üppigen Weihnachtsessen voller Leckereien probiere die Lutschtabletten mit probiotischen Bakterien. Ihr Pfefferminzgeschmack erfrischt den Atem und sorgt für ein angenehmes Mundgefühl. Das ist auch irgendwie spannend. Das finde ich richtig gut. Das Vitamin D noch mit drin. Ja, warum nicht? Türchen Nummer 5. Hier oben.
Aber ich will nochmal dazu sagen, ist Nahrungsergänzungsmittel, bevor ihr irgendwas einnehmt, fragt euren Arzt dazu und lasst euch dann nicht einfach irgendwie hinreißen von sowas. Also ich weiß, was ich einnehmen kann, was gut für mich ist und das müsst ihr dann für euch auch gucken, müsst ihr bei eurem Arzt mal nachfragen. So, Türchen Nummer 5, einfach irgendwas nehmen, ohne zu wissen, ob man Mangel hat oder ob das gut ist für einen, ist jetzt nicht so nice. So. Hier haben wir die 5 und hier ist irgendwie ein Eiweiß drin. Eiweiß, Power, Carnitin, Vitamine und Mineralstoffe. Das ist ein Eiweißkonzentrat mit 9 Vitaminen, Zink, Magnesium, Calcium, L-Carnitin zur Herstellung eines Shakes mit Süßungsmitteln, Cookie and Cream. Ja, das würde ich tatsächlich auch mal ausprobieren, dieses Eiweißpulver, weil ich das interessant finde. Jetzt steht hier aber auch gar nicht drauf, wie viel Gramm Eiweiß dieses Ding hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ohne Zuckerzusatz, proteinreich und gut fürs Immunsystem. Vielleicht probiere ich das direkt heute mal aus. So, die Nummer 6 der Nikolaus. Mal gucken, ob sie da irgendwie was Besonderes reingepackt haben. Hier ist bestimmt was Besonderes drin. Hier haben wir Brokkoli. Boah, das ist ja mega cool. Brokkoli Plus. Moment, wo haben wir es denn? Brokkoli ist richtig gut für die Hormone. Also dafür nehme ich das auf jeden Fall, ein Brokkoli-Extrakt. Das ist mit Kapuzinerkresse, Vitamin C auch, fürs Immunsystem gegen gegen oxidativen Stress. Gönne dir das Geschenk einer vitalen Lebensweise, während du die festliche Vorfreude genießt. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich definitiv einnehmen werde. Weil, also ich nehme es ja schon ein, aber eben von einer anderen Marke. Und ein bisschen anders dosiert, aber das werde ich definitiv mal testen. Also wie gesagt, bei mir ist es gut für die Hormone. Türchen Nummer 7. Hier ist was drin, was nochmal eingepackt ist. Und zwar Pillbox to go. Perfekt für die aufregende Vorweihnachtszeit. Okay, das sind... Ach, das ist aber süß. Übrigens, der Kalender, habt ihr ja schon gesehen, ist wiederverwendbar. Das ist so eine kleine Pillenbox to go. Das sind so 3. Die ist sogar aus Metall. Habt ihr hier 2 so... Dinger, die ihr aufdrehen könnt und da können dann Pillen rein. Ja, das ist nicht schlecht sogar, ne? Wenn man da irgendwie was mitnehmen möchte, finde ich das gar nicht mal so verkehrt für in die Handtasche. Nützliches Produkt, sagen wir es mal so. Und so. Hier sind Vitamin B12 Tropfen drin. Tropfen mit den aktiven B12 Formen. Das lese ich jetzt besser nicht vor, diese 2 Formen, die hier drin sind. Das blende ich euch mal lieber ein, da könnt ihr das ablesen von. Also das sind 550 Portionen. Vitamin B12 ist richtig gut. Ich allerdings muss immer ein bisschen aufpassen. Ich bekomme sehr starke Pickelausbrüche von Vitamin B12. Das habe ich irgendwann mal rausgefunden und ich vertrage das leider so von der Haut her leider nicht. Aber das ist grundsätzlich auch was, Vitamin B12, was man auch mal so nehmen kann, wenn man erschöpft ist und so weiter. Und ja, finde ich gut, B12. Mal gucken, vielleicht probiere ich das nochmal. Vielleicht liegt es auch an denen, die ich bisher hatte, dass ich es da nicht vertragen habe. Ich werde das bestimmt nochmal ausprobieren. So, die 9. In der 9 haben wir... Nochmal so ein Pulver drin. Multi-Kakao-Kids, Vitamine und Mineralstoffe, Kakaopulver für die tägliche Versorgung für Kinder ab 4 Jahren. Ja, das betrifft mich ja jetzt hier nicht. Deshalb, das werde ich weitergeben. Oder ich werde es selbst mal probieren, keine Ahnung. Aber das betrifft mich ja jetzt nicht. So, Türchen Nummer 10. Wo haben wir die 10? Hier unten. Hier sind nochmal solche... Bliss Balls drin, Cashew-Kakao, das andere war auch Cashew-Kakao, also nochmal die gleichen Kugeln. Doppelungen mögen wir nicht so, aber ja, das ist okay, das lege ich jetzt mal hier bei. Weil ich denke, die sind wirklich lecker und ja, kann mir jetzt schon vorstellen, dass man sich dann freut, wenn man die nochmal drin hat. So, Türchen Nummer 11. Hier ist drin BCAA und Glutamin, das ist sehr gut. Das ist für den Muskelaufbau und Erhalt und das ist auch gut für den Darm. Genau, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit verzweigtkettigen Aminosäuren. L-Glutamin und B6 mit Süßungsmittel. Ja, doch, das kann man auch mal. Das ist Geschmack Apfel. Werde ich mal testen, habe ich noch nicht ausprobiert, aber... Jo, jetzt kommt Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Ihr merkt bestimmt, es ist noch morgens früh und ich bin noch relativ müde. Deshalb bin ich nicht so, ja, ein bisschen ruhiger. Das merkt ihr bestimmt. So, Türchen Nummer 12. Hier haben wir nochmal ein Clearway drin. Proteinisolat, das ist ja cool, mit dem Waldfruchtgeschmack erfrischend. Fruchtiger Eiweißdrink mit hochwertigem Molkeneiweißisolat. Fettarm und laktosefrei. Ja,
Das kommt gut. Ich trinke sowas ganz gern mal zwischendurch. Ich trinke zwar immer meins von Kerry Nutrition. Das ist mein veganes, was ich immer trinke jeden Morgen. Und das, also nachmittags trinke ich gerne nochmal so ein Clear Way irgendwie. So ganz so viel von diesem Kakaozeug, was ich immer trinke, mag ich dann auch nicht. Ich brauche immer mal was Erfrischendes zwischendurch und deshalb trinke ich sowas ganz gern. Hier haben wir drin Amino Night. Okay, das ist mit L-Tryptophan, L-Glutamin, Inositol, Lavendelextrakt, B6, Magnesium und Zink. Mit Joghurt-Kirschgeschmack. Das ist... Wie rührt man sich das denn an? In kalten Wasser und Mixbecher geben. Okay, das nimmt man abends vorm Schlafengehen, trinkt man das einfach so eine Portion. Das ist, damit man, GABA ist hier auch mit drin, damit man besser schlafen kann. Das werde ich auch mal ausprobieren. Ich schlafe so schlecht in letzter Zeit. Das ist bestimmt schon ein paar Wochen, dass ich nicht so gut schlafe. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen da dran an meiner Katze, weil die stellen mir momentan ein, die hat Diabetes und dann habe ich immer so mit einem Auge schlafe ich nur zu, weil ich immer Angst habe, sie bekommt Unterzucker oder so nachts. Und dann ist man immer irgendwie so auf Alarm, keine Ahnung. Und deshalb schlafe ich, glaube ich, nicht so gut. So, Türchen Nummer 14. Hier haben wir Tropfen, glaube ich, drin. Und zwar Bitterkräuter. Auch das ist prima. Das ist sowas wie Bitterliebe, kennt ihr ja. Oder heißt das Bitterliebe? Diese grünen Tropfen. Eben, die sind gut. Das sind Kräuter- und Pflanzenextrakte gelöst in Apfelessig. Kann man nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Völlegefühl hat oder mit der Verdauung Probleme und so weiter. Also das finde ich super. Das ist, wenn man so fettig gegessen hat oder so. Das passt schon in den Kalender. So zur Weihnachtszeit passt es schon rein. So, die 15. 15, was haben wir hier? Wieder diese Bliss Balls. Ja, Cashew Balls. Bliss Balls, Cashew, Kakao. Also ich würde mal sagen, die kommen so oft hier jetzt vor. Ist hier jetzt nur einer drin? Hier sind überall zwei drin und hier ist nur einer drin. Hä, soll das so sein? Das ist ja irgendwie witzig, dass jetzt hier nur einer drin ist. Und denen sind zwei. Die schmecken richtig, richtig lecker, aber ich glaube, hier hätten zwei drin sein müssen. Das ist genau die gleiche Verpackung. Ich habe das gerade mal verglichen. Da stimmt irgendwie, das ist, glaube ich, ein Produktionsfehler irgendwie, dass da nur eins drin ist. Türchen Nummer 16, wir machen weiter, war richtig lecker. Hier haben wir nochmal ein Pulver drin, ein Clearway Proteinisolat und zwar mit Mango-Maracuja-Geschmack nochmal. Also nochmal so ein Clearway-Pulver. Für mich ist der Kalender, also ich merke das gerade, richtig spannend. Ich finde das total gut, was hier alles drin ist. Dann kommen wir zur 17. In der 17 ist so ein, oh, ein Ausgießer ist hier drin. Guck mal, das ist ja ein schöner Ausgießer für... Ja, keine Ahnung, für Essig, für Öl und sowas. Das ist ein Ölausgießer für die perfekte Ergänzung für die Festtagsküche. Freue dich auf stressfreies Kochen und genieße besondere Atmosphäre mit unserem praktischen Helfer. Das ist ein sehr hochwertiges Ding sogar. Also das finde ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt aber irgendwie so gar nicht hier in den Kalender rein. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Ölausgießer plötzlich mal hier drin. Der passt nicht so ganz, meiner Meinung nach. Aber ist halt praktisch, also finde ich ganz gut. So, die 18. Hier haben wir ein Kärtchen drin. Gutschein für unseren Online-Shop. Und zwar kann man sich hier... Boah, das ist ja mega. Gratis for you. Apfelessig-Ingwer-Shot. Im Wert von 19,90 €. Apfelessig-Ingwer, Cholin und Guarana-Extrakt. Das kann man sich hier einfach mal bestellen. Das finde ich gut, weil das ist super bei Insulinresistenz. Also wenn man... Insulinresistenz hat, hilft Apfelessig sehr gut. Ich habe meinen weggekommen. Ich trinke jeden Morgen Apfelessig im Wasser. Also so ein Esslöffel und dann ein ganzes großes Glas Wasser halt dazu. Und das hat mir geholfen, dass mein Blutzuckerspiegel stabil geblieben ist. Und ich glaube, das ist sowas, was dann auch hilft. Eben fürs Immunsystem und für den Blutzucker. Mindestbestellwert 20 €, ein Gutschein pro Kunde. Ja, keine Ahnung, vielleicht wenn man sich noch was anderes irgendwie bestellt, weiß ich doch nicht. Ich werde mir bestimmt was bestellen, wenn mir dieses Clear Way zum Beispiel ganz gut schmeckt, werde ich mir da bestimmt was bestellen. Also ich nutze den Gutschein mit Sicherheit, sagen wir es mal so. Irgendwann brauche ich bestimmt was mir hier gut gefallen hat. Deshalb finde ich das jetzt also für mich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde es halt blöd, dass es Mindestbestellwert hat. So, dann die 19. In der 19 haben wir Melatonin drin. Das ist ein Spray mit Melatonin und B6 mit Zitrone, Minzegeschmack. Das ist zum Schlafen. Genau, und wenn man so Jetlag und sowas hat, damit man besser zur Ruhe kommt und schlafen kann. Ja, teste ich auch aus. Kommen wir zu Türchen Nummer 20. Da haben wir hier was. Das ist wahrscheinlich wieder ein Pulverchen oder so.
Hier ist drin ein Darmflora-Komplex. Oh, das ist auch interessant. Mit Maracuja-Geschmack. Weiß ich gar nicht, was ich hier alles... Also ich finde hier sehr viel, sehr gut. 11 Bakterienstämme, 22 Milliarden CFU, Bifido- und Lactobacillen. Also Bifidobakterien und Lactobacillen sind hier mit drin. Akazienfaser, resistentes Dextrin und so weiter. Diese Gasserie ist hier drin. Ja, also das, ich finde das ganz ansprechend, ehrlich gesagt. Kann ich dann auch mal testen. Kommen wir zur Türchen Nummer 21. Hier ist drin ein... Was ist das denn? So ein komisches Tool. Auf geht's zu einem winterlichen Abenteuer. Bewegung ist wichtig, besonders in der gemütlichen Weihnachtszeit. Mit unserem Leuchti bist du in der kalten, dunklen Wintertagen sicher unterwegs. Ach, das ist ein... Das ist, da leuchtet man eben mit. Okay, nee, also das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Das ist vielleicht ganz cool, wenn man mit dem Hund rausgeht oder abends nochmal joggen geht, halt im Dunkeln oder so. Dann ist das bestimmt nicht schlecht, aber mich wird keiner im Dunkeln draußen joggen sehen. Ernsthaft nicht. So, die 22, das werde ich weitergeben an jemand, der einen Hund hat. So, die 22 hat drin nochmal diese Bliss Balls. Und hier sind wieder zwei drin. Das verstehe ich nicht. Also ich hatte eben echt hier, glaube ich, eine Fehlproduktion. Egal, die sind richtig, richtig lecker und da freue ich mich nochmal drauf. Ich finde das gut, so als Snack nachmittags, wenn man Lust auf was Süßes hat, finde ich das super. So, die 23. Ich vermisse so ein bisschen Vitamin C hier drin. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht in der 12 kommt. Vitamin C und Zink, das ist ja sowas, was man eigentlich auch immer ganz gut nehmen kann. Natural Basenpulver. Oh, Basenpulver ist auch gut. Also das ist super, auch wenn man so übersäuert. Es trägt zu einer Verringerung von Müdigkeit und einem normalen Säure-Basenstoffwechsel bei. Das ist sehr gut. Eine Portion täglich verzehren, bitte den Bodensatz mittrinken und dazu ein Glas mit restlichem Getränk nochmal schwenken. Ah, hier sind 5 Portionen sogar drin. Ich sehe das gerade. Hier sind auch 5 Portionen drin. Das habe ich euch vergessen zu sagen. Also das ist 5 Portionen. Das ist ganz gut. Ne, da kann man das eher mal ein bisschen austesten. Also das muss man dann jetzt nicht auf einmal alles trinken. Das ist ganz gut. Ich habe mich gerade schon gewundert. So viel von dem Pulver soll man trinken? Aber nee, das sind 5 Portionen. Das finde ich gut. So, jetzt kommt die 24. Und ich habe das Gefühl, hier wird Vitamin C drin sein. Das wäre ganz gut. Oder Vitamin C Zinkkomplex oder sowas. Keine Ahnung, was wir hier haben. Auf jeden Fall ein großes Glas mit... Aha, hier haben wir Phyto Slim drin, okay. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, zum Abnehmen, oder? Mit afrikanischer Mango-Extrakt, Buchweizenkeimpulver, Grünteeextrakt, grüner Kaffeebohnenextrakt. Sollte nicht auf nüchternen Magen verzehrt werden, genau, also das und Zink ist hier noch drin. 3 Kapseln unzerkaut zu den Mahlzeiten. 30 Portionen, Tagesportionen sind hier drin. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit so einem Abnehmenprodukt. An Weihnachten ist es auf dem Esstisch alles erlaubt. Unser Phytoslim ist genau das Richtige, um dich dabei zu unterstützen, wieder auf dein persönliches Wohlfühlkurs zu kommen. Du hattest Freude an unserem Produkt, dann sichert ihr heute noch in unserem Online-Shop 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ja. Phytoslim. Hier steht jetzt nichts weiter zu dem Produkt, aber ich werde mir dazu mal ein bisschen was durchlesen. Genau, hier ist halt, weil halt hier Kaffeebohnenextrakt und Grüntee und Mango und so ist und das kann schon mal so ein bisschen auf die Magenschleimhaut gehen. Aber, ich kann ja nur von mir reden, weil ich mag alles in dem Kalender, weil ich halt einfach auch so Nahrungsergänzungsmittel-Fan bin. Ich probiere da regelmäßig neue Sachen aus. Wenn ich meine Supplements nicht nehme, habe ich das Gefühl, fehlt meinem Körper auch irgendwie was. Also man nimmt natürlich sehr viel auch über die Nahrung und so auf, das ist klar. Ich versuche mich viel ausgewogen zu ernähren. Aber dadurch, dass ich mit den Hormonen halt Probleme habe und habe dieses Leaky Gut und so weiter, und dann kann mein Darm nicht immer alles aus der Nahrung komplett aufnehmen. Und deshalb ist das immer ganz sinnvoll, bei mir zumindest, was zuzuführen. Und mir tut das auch gut. Und wenn ich es weglasse, merke ich das auch. Ja, und von daher also könnt ihr halt für euch ja entscheiden, also das ist halt immer ein persönliches Ding. Ich finde den Kalender voll gut, ich finde den wirklich gut. Hier hat man echt ein bisschen was mal zum Probieren. Diese Bliss Balls, die sind lecker, obwohl die vierfach hier drin waren. Was mir jetzt nicht so gut gefällt hier drin, was war das denn gewesen? Irgendwas hat mir hier nicht so gut gefallen gehabt. Nö, eigentlich gar nichts, muss ich sagen. Ich finde alles gut, um das mal auszuprobieren. Man muss halt...
Also man kann ja auch vorher gucken, bestimmt, was da drin ist. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber wenn man jetzt sagt, oh, das ist alles nichts für mich, dann ist der Kalender nichts. Aber sonst finde ich den sehr gut. Ich werde euch den mal unten in die Infobox verlinken, falls ihr auch Interesse habt. Ist halt ein spezieller, ein sehr spezieller Adventskalender. Also es ist nicht for everybody, denke ich, aber für den einen oder anderen bestimmt schon. Ich finde den super schön gestaltet. Also hier kann ich nichts Negatives sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Ich bin sehr gespannt und ich würde mich jetzt auch schon von euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Lasst mir gerne noch ein Däumchen da oben, da abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hanging by the fire.